يتقدم الجدار في الصف الأول. أقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة. Das Mindeste ist, dass er mit einer Sutra betet, also mit einem Gegenstand vor sich, oder er geht so lange vor in der Moschee, bis vor ihm eine Wand steht. Und außer er betet hinter einem Vorbild, einem Imam, weil dann ist die Sutra des Imams seine. Er steht und er macht sein, die Weite seiner Beine so, so, wie sein, so, vor, so weit wie sein Körper ist. فينظر إلى استقامة الرجل من هنا من الخارج لا من الداخل ينظر إلى هنا هذه الاستقامة. بعض الناس هذان الله إياه يضم رجليه خطأ نعم ضم Manche Menschen mögen Allah verstehen und machen ihre Füße so zusammen. Das ist falsch. Oder er übertreibt und macht einen halben Spagat. Oder er macht sie zueinander und nicht zu viel. Oder auseinander weg. Wir haben gesagt, er schaut mit den Füßen Richtung Fitter, aber er schaut an den anderen Außenfuß. النظر يكون دائما إلى موضع السجود. Er schaut immer zu der Stelle, wo er nachher sich hinwirft. الآن يقوم ولابد من القيام في صلاة الفريضة. Und jetzt steht er gerade und das ist Pflicht bei jedem Pflichtgebet. على المستطيع. Jeder der kann. ثم يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر. Als nächstes macht er den Takbir, also der, er beginnt sein Gebet und er sagt damit nur Allahu Akbar. يرفع اليدين الآن مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو حذو المنكبين. محاذاة الأذنين أو المنكبين. Er hebt jetzt seine beiden Hände hoch, die ganzen Finger aneinander und zwar zur Höhe der Ohren oder der beiden Schultern. لا يفرج أصابعه هكذا. Er macht seine Finger nicht auseinander. أو يجعلها هكذا جهة الوجه. Oder er macht sie nicht so parallel. أو يمس شحمة الأذنين. Oder er macht nicht, er berührt nicht sein Ohr. أو يكبر أعلى الرأس. Oder über sein أو حلو الخاصرة مثلا. Oder bis zum Bauch nur. ثم يضع هذا البطن على المفصل على هذا المفصل هنا مفصل الكف. يضع وضع هكذا على صدره. Als nächstes macht er die Handinnenfläche auf das Handgelenk und danach auf die Brust. هذا وضع. Das er tut das nur drauf. أو يقبض قبض هكذا. Oder er packt seine Hand beim Handgelenk. يعني إما وضع هكذا. Entweder er tut so drauf. أو قبض هكذا. Oder packt die Hand. من الخطأ أن يجعلها على السلم. نعم. Es ist falsch. يعني ما يقبض يضع على كذا. Es ist falsch, die Hände nur so zu lassen. أو يقبض على قلبه. Oder auf sein Herz zu tun. أو هنا يضعها هكذا. Oder so auf sein Herz. أو على خاصرته. Oder auf die Seite. أو تحت السرة هكذا. Oder unter dem Bauch. يضعها على صدره دون تكلم. Er tut es auf seine Brust. إما وضع أو قبض. Entweder drauf tun oder halten. أيضا من الخطأ أن يجعلها هكذا. Es ist auch ein Fehler, so zu beten. نعم. الآن ماذا يصنع؟ ماذا يقول؟ قال الله أكبر ثم وضع اليد. دعاء الاستفتاح. نعم. الله أكبر gesagt hat und sein Gebet begonnen hat, macht er das Bittgebet für den Anfang des Gebets. وهي أن يقول. Und das ist, dass er sagt. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا الدعاء. أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Oder andere Bittgebete, die auch authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert sind. ثم بعد هذا يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Als nächstes macht er dieses Gebet, indem er Zuflucht sucht bei Allah vor dem Schaitan. ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. Danach spricht er diese Bismillah. ولابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. Und die ist Pflicht, die Fatiha in jeder Gebetseinheit zu beten. في الصلاة الجهرية والسرية. In den lauten Gebet und den leisen Gebet. نعم ثم بعد هذا يقرأ ما تيسر من القرآن. Und danach liest er, was ihm leicht fällt vom Koran. إما سورة أو آية أو بعض الآيات. Entweder ein ganzes Kapitel oder ein Vers oder manche Vers. ثم الآن يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين يقول الله أكبر ويركع.
Danach hebt seine Hände wieder in der Höhe der Ohren oder der Schulter, sagt Allahu Akbar und geht in die Verbeugung. يقبض على ركبتيه. Er macht seine beiden Knie an. لا يزن المرفقين. Er macht seine Arme gerade bei der Verbeugung, er verbiegt sie nicht. ويجعل الظهر مع الرأس على استقامة واحدة. Und der Rücken und sein Kopf sind in eine Richtung und gerade zueinander. مجرد ما يزن هنا المرفقين يحصل انحناء للظهر. Und wenn er nur ein bisschen seine Arme anbiegt, verbiegt sich auch sein Rücken. Wie ihr seht, hat er gerade nur ein bisschen angelegt und der Rücken ist runter. Oder er hebt den Kopf hoch, ist auch falsch. Oder er lässt ihn hängen. Oder er hebt seine Beine und nicht seine Knie, das ist auch falsch. Oder bis runter bis zu den unteren. Oder er packt das von innen an, ist auch falsch. Das Richtige ist, dass er gerade mit gestreckten Armen ohne hier auch anzuholen. Was sagt er jetzt? سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا ويستحب له أن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر Und er muss nur einmal, es ist Pflicht für ihn, Subhan Rabbi al-Azim zu sagen. Danach kann er das gleich auch dreimal sagen, er kann das gleiche sagen. Und Rabbi Handi dazu und andere wird gewählt. الآن وهو راكع بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده. Jetzt ist er gerade verbeugen. Wenn er jetzt aufstehen will, hebt er beide Hände auf und sagt gleichzeitig سمع الله لمن حمده. من الأخطاء أن بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده هنا إذا قام هنا يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين هذا خطأ. Und es gehört zu den Fehlern, dass manche erst wenn sie kurz vor dem Oben sein sagen, سمع الله لمن حمده. إذا قول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين يكون بين الركوع وبين الرفع. نعم. Man sagt, سمع الله لمن حمده. Dann, wenn man gerade von der Verbeugung hochgeht zum Stehen. يقول الآن. الآن هنا إذا استقام. Wenn er jetzt steht, was macht er? يقول ربنا ولك الحمد. Er sagt, ربنا ولك الحمد. ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Und es ist empfehlenswert, auch das zu sagen, was der Prophet صلى الله عليه وسلم auch gesagt. لربي الحمد, لربي الحمد. لربي الحمد, لربي الحمد zu sagen. أو غير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Oder andere Sachen, die überliefert sind. ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبعة. Und danach geht er in die Niederwerfung auf sieben Körperteile. الجبهة مع الأنف هذا عضو. Mit, auf der Stirn gleichzeitig die Nase ist ein Teil. وباطن الكفين. Die beiden Handflächen, das sind schon zwei nochmal. والركبتين. Die beiden Knie. وباطن أصابع الرجلين. Und die innere Fläche von den Zehen. يجعل اليدين في الأرض حذو الأذنين أو حذو المنكبين. Er tut seinen Finger auf dem Boden zwischen die Ohren oder zwischen die Schulter. مضمومة الأصابع متجه بها للقبلة. Alle Finger zueinander, so und zur Qibla. وأصابع الرجلين بعض أصابع الرجلين على الأرض. Und auf den Zehflächen, auf dem Boden. لا يصح له أن يجعل مرفقين على الأرض. Es ist nicht erlaubt, diese beiden Ellbogen auf dem Boden zu tun. أو يجعل أصابع هكذا. Oder die Füße in dieser Stellung zu lassen. Oder eins oder das andere zu tun. Oder beide vom Boden Kontakt zu lösen. Oder sich zu sehr zu strecken, sodass du denkst, dass er fast schläft. Oder dass er sich so stark zusammenzieht wie eine Kugel. Außer wenn er Krankheit hat, Rückenschmerzen und anderes. Er muss sich von drei Sachen entfernen. Er muss zwischen drei Sachen eine Entfernung lassen. Zwischen dem Körper und den beiden Armen. Zwischen dem Körper, zwischen dem Bauch und zwischen dem Oberschenkel. Und zwischen dem Oberschenkel und Unterschenkel. يقول في السجود مرة واحدة وجوبا سبحان ربي الأعلى.
Er sagt in dieser Position, in der Niederwerfung, einmal ist es Pflicht zu sagen zu keinem Rabbi Al-Abi. Und es ist empfehlenswert für ihn, weitere Sachen zu sagen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und es ist für ihn erlaubt, nachdem er das gesagt hat, persönliche Sachen zu bitten von Allah. Aber es ist besser, die Sachen zu bitten, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gebeten hat. ثم يكبر ويجلس. Danach sagt er den Takbir, also Allahu Akbar, und setzt sich hin. يجلس على رجله اليسرى. Er sitzt auf seinem linken Fuß. وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى إلى القبلة. Und das rechte Fuß hebt er an und macht die unteren Zehen wieder Richtung der Qibla. أطراف الأصابع عند نهاية الفخذ. Und die Spitzen der Finger müssen am Ende des Schenkels sein. يقول هنا رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا. Er muss jetzt mindestens einmal Pflicht رب اغفر لي sagen. واستحب له أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي. Und es ist empfehlenswert von der Sunna mehrmals das zu sagen. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية. Danach sagt er nochmal Allahu Akbar und macht die zweite Niederwerfung. نعم. ثم بعد هذا يقوم إلى الركعة الثانية. نعم. Jetzt steht er zum zweiten Gebetseinheit auf. يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى. Er macht in der zweiten Gebetseinheit das, was er in der ersten gemacht hat. لا. نعم. دون رفع اليدين أو تكبيرة الإحرام أو دعاء الاستفتاح. Ohne jetzt wieder die Hände zu heben oder wieder ein Takbir zu sagen oder eine Dua zu sprechen. يقرأ الفاتحة. Er liest die Fatiha. وما تيسر من القرآن. Was ihm leicht fällt vom Koran. ثم يكبر ويركع. Dann sagt er Allahu Akbar und geht in die Verbeugung. ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفع. Dann sagt er wieder سمع الله لمن حمده und hebt die Hände. ربنا ولك الحمد. نعم. ربنا ولك الحمد. طيب ثم بعد هذا يسجد. Jetzt geht er wieder in die Niederwerfung. ثم يجلس. يكبر ويجلس. Sitzt er wieder nach dem Takbir. ثم يسجد. Er macht die zweite Niederwerfung nach dem Takbir. ثم يجلس. Er macht den Takbir. الآن هنا يشير بإصبعه إلى القبلة. نعم. Jetzt zeigt er mit seinem Finger Richtung Qibla. طيب يقرأ التشهد. Er liest jetzt den Tashahhud. التحيات لله والصلاة والطيبات. Das genau. إذا كانت هذه الصلاة صلاة ظهر يعني فيها أكثر من تشهد، هذا التشهد هو التشهد الأول. نعم. Wenn das Gebet zum Beispiel das Mittagsgebet, also es hat noch eine zweite Sitzung ganz am Ende, dann ist das der erste. وإذا كانت الصلاة ذات ركعتين كصلاة الفجر هذا التشهد هو التشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة. Und wenn das Gebet nur einmal geschafft hat, wie zum Beispiel das Morgengebet, dann ist das sein letzter Tashahhud und das ist die Pflicht eines solchen Gebets. يقول بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. Nach diesem Tashahhud sagt er diese صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد in diesem Zustand. ثم يستعيذ بالله من أربع. Danach ruft er Zuflucht bei Allah vor vier Dingen. ويستحب له أن يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بدعة النبي عليه الصلاة والسلام. Und danach darf er vor dem Beenden des Gebets Sachen bitten von Allah, die er will, aber es ist besser, das zu bitten, was der Prophet hat schon gesagt. ثم يسلم برأسه فقط السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ثم السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. نعم. Und als nächstes macht er den Salat nur mit seinem Kopf einmal nach rechts السلام عليكم ورحمة الله und einmal nach links. الأخطاء في السلام. Es gibt Fehler hier. يرفع الرأس هكذا يسلم اليمنى ثم يرفع الرأس قاطع هكذا. نعم. Es gibt manche, die machen diese Bewegung, wenn sie das Gebet beenden wollen. Und zwar, dass sie nach unten schauen und dann nach rechts. Das ist falsch. أو يحرك اليدين. Oder dass er die Finger bewegt. إما ضرب أو عن اليمين هكذا وعن اليسار هكذا. Oder dass er so macht mit seinen Händen. أو ينحرف يكون انحرف ب منكبين. Oder dass er mit dem Oberkörper nach rechts oder nach links geht. Von der Qibla weg. فإذا انتهى قلنا من صلاته أتى بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Und wenn er mit seinem Gebet fertig ist, haben wir gesagt, bringt er die Gedenksprüche vom Propheten صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم وغدا إن شاء الله تعالى نكمل والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.